Hallo Community und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Pumpkin Bricks. Ich bin Sascha und ich heiße euch herzlich willkommen. Habe ich das nicht schon mal gesagt? Weiß ich nicht. Ich habe noch Schwierigkeiten mit meinem Ansagetext. Ja, ich habe euch was mitgebracht und das bauen wir jetzt auch. Das habe ich auch schon mehrfach aufgebaut, genauso wie das Backbau-Team in der letzten Folge. Ja, ich versau es immer wieder. Oder ich mache Fehler und lösche das wieder und da es geht verloren. Es ist peinlich. Einfach nur peinlich. Moment. So. Vielleicht schiebe ich das einfach mal ein bisschen höher. So. Weil dann seht ihr meine Schenkel nicht. So. Na toll, jetzt habe ich wieder zugemacht. So. Warum sind die hier in diesen Tütchen? Ich finde, zum Verstauen und so weiter sind die gar nicht so schlecht. Das hier ist ein 4-Plus-Set. Wie man sieht, das ist echt nicht viel. Das sind auch gerade mal, ich glaube, 50, 60 Teile mehr, ist das nicht. Wenn überhaupt. So, das tue ich an die Seite. So, und dann fangen wir einfach an. Ich sortiere auch nicht in irgendwelche Schüsselchen. Das mache ich, glaube ich, nur noch, wenn ich irgendwas neu mache. So. Dann bauen wir den Feuerwehrmann als erstes mal zusammen. Also mir sind in letzter Zeit viele Teile runtergefallen. Das ist... Oh, schön. Mit Beinbedruckung. Ja, mit Beinbedruckung. Finde ich toll. Rücken hat er auch. Klasse. So. Dann kriegt er die Spritze direkt. Spritzt natürlich nicht, ist nur angedeutet. Da finde ich... Das, was der... Was der Johnny da letztens vorgestellt hat, heute am 20.03. besser gesagt, mit dem Technik-Feuerwehrauto von Kiwi oder Kiwi, mit dem Wassertank, da kann man ja einiges mitmachen, ne? Das ist der Tank an sich ist schon genial. Ich glaube, da müsste man sich mal so 3, 4 Stück von holen. Kostet bei Stein gemacht ist wohl 8 Euro, also 7,99. Ja, so, dann brauchen wir den. Dann bauen wir erstmal das Feuer hier zusammen. Übrigens, die beiden Flammen hier, die packe ich gleich noch auf die oder auf den Baum. Der Baum fängt nämlich an zu brennen durch den Grill. Das ist hier die Grundstory. So, dann, ach ja, übrigens, das wollte ich euch zeigen. Das fällt mir nämlich immer wieder auf, wenn ich den hier zusammenbastel. Ja. Es ist eigentlich witzig. Und vielleicht kaufe ich mir das Ding sogar so. So. Dazu muss ich euch das aber mal eben zeigen. Dazu muss ich den Jungen hier mal eben zusammenbauen. Schaut mal hier auf das Shirt von dem. Ich muss so ein bisschen Licht. Seht ihr die Blumen auf dem Hawaii-Hemd? Ja. Erkennt ihr die? Ah, jetzt kommt die Sonne raus. Jetzt kommt die Sonne raus. Seit über einer Stunde ist es diesig und bewölkt, aber nein, jetzt um 17 Uhr kommt die Sonne raus. Jedenfalls, er trägt ein Hawaii-Hemd. So. Und hat hier Blumen drauf, Hibiskusblumen. Nur zur Info, das Hemd habe ich real in Rot. Mit denselben Blümchen. Ja, ich finde es einfach nur zum Brüllen. Ja, das kann ich mir auch in Blau kaufen, ne? Ja. Also, ich finde es witzig. Ich finde es genial und witzig. So, dann bauen wir mal den Wagen. Hey, wir haben den ersten Bauschritt fertig. So. Jetzt kommt. Ach, ich habe hier vorne noch die Dingens dran. Ja, das ist gut. Ich habe den gar nicht ganz auseinandergenommen, sehe ich gerade. Nee, ist in Ordnung, kann so bleiben. Dann brauche ich weniger tun. So. Brauche ich mich nur um Kleinigkeiten zu kümmern. Ich baue natürlich auch gerne Sets direkt neu aus dem Karton zusammen. Das ist auch kein Problem, wenn alles noch in Tüten verpackt ist. Dies hier ist einfach nur nicht jetzt einfacher, sondern interessanter, so ein bisschen, weil man da ein bisschen wühlen muss. Ihr hättet das hier mal sehen sollen, als das Konvolut ankam. Ich musste den Karton erstmal auskippen. Da waren da noch zwei Sortierkästen drin. Die musste ich auch erstmal umräumen, nach meinen Bedürfnissen. Hui, das war alles Arbeit. Das
sage ich euch, aber es war, hat Spaß gemacht. Hat unglaublich Spaß gemacht. Wo sind wir denn jetzt? Jetzt brauche ich den da zweimal. Ach, die kommen dahin. Hier. Und hier. Dann kommen die beiden Slopes hier. Das ist ein 4-Plus-Set. Ja, das ist jetzt nichts Aufwendiges oder so. Das ist ein ganz einfaches 4-Plus-Set. Ja, das haben wir natürlich vorne schon dran gehabt. Das heißt, wir überspringen das und kommen direkt hier hin. Ist 4-Plus jetzt schlimm? Nein, ist nicht schlimm. Zumindest nicht für mich. Ja. Mir ist halt nur wichtig, dass wenn etwas ist. Ja, worauf ich noch hinaus wollte bei 4 Plus ist mein Patenkind. Die hat mich natürlich böse angesehen, weil die ist es gewohnt inzwischen, ja, dass die Sets, die ich hole, dass das alles etwas aufwendiger ist, dass das mehr Tiefe hat. Vor allem was das Bauerlebnis angeht. Und da ist die ziemlich verwöhnt von mir eigentlich. Da ich ja eigentlich nur Sets hole oder was ich halt finde, und das ist teilweise bautechnisch sehr anspruchsvoll. Also für jetzt für den Vierjährigen, ne? Für mich ist das natürlich Spaß an der Freude. Aber für den Vierjährigen ist das schon recht anspruchsvoll. Ja, das ist die halt gewohnt von den Sets, die ich immer dabei habe. Ja, sie selbst hat jetzt ein bisschen Duplo zu Hause, ein bisschen Lego. Der Opa hat auch schon Lego gekauft. Ja, ich werde aber angegriffen, weil ich nach 4-Jährigen normales Lego gebe. Warum? Lass sie doch bauen, wenn sie möchte. Das hier ist ein 4-Plus-Set, also genau für sie ausgelegt. Die wird jetzt im August 5. Ja, hört auf, das Kind anzugreifen. Ah, da könnte ich wieder. Stelle ich ihn direkt hier vorne rein, dann haben wir das Thema nämlich auch erledigt. So, das ist ein 4-Plus-Spielset von City. Aber wie gesagt, lass das Kind doch bauen, wenn es möchte. So, eins von den Würstchen hier rein. So. Dann haben wir da den Hotdog. So. Übrigens, das zweite Würstchen kriegt er in die Hand. Und hier fängt halt dann an, der Baum anzubrennen, weshalb die Feuerwehr kommt. Ich könnte natürlich noch so ihm das Würstchen in die Hand, also da den Hotdog auf die Hand tun. So. Den stelle ich dann hier drauf. Dann könnte ich nämlich zum Beispiel die eine Flamme. Ups. So. Hier unten noch festmachen. Ja. Dann brennt das nämlich so richtig schön hoch. Entschuldigung. So, jetzt seht ihr es. So. Oder man macht die zweite Flamme hier in die Mitte. Moment. Ah, entschuldige. Toll. Ja, jetzt haben wir Feuerwehr. So. So. Und das hier ist nochmal das Feuerwehrauto. Mit dem Feuerwehrmann. Ich glaube, der hat auch mittlerweile einen Namen. Ja, aber das hier ist ein 4-Plus-Set. Ja? Also ich achte nicht darauf, ob für 4-Plus oder nicht. Ja, sehe ich sowas bei Lidl, Netto, Aldi, Penny, nehme ich es mit. Und Penny hat jetzt gerade auch wahrscheinlich wieder zu Ostern jede Menge Sets da liegen. Geht mal schauen. Das Beste, was ihr machen könnt, wenn ihr Lego haben wollt, das schon eine Zeit lang vom Markt ist,
Ja, das Expecto Patronum ist jetzt Ende 2020 vom Markt gegangen. Das habe ich mir Anfang 2021 gekauft. Also war, bin ich da auch auf der sicheren Seite, was das angeht. Nach meiner Aussage, ich kaufe kein neues Lego mehr. Es gibt ein Lego-Set, das ich unbedingt haben will. Das ist der Bagger. Genau, der neue Pneumatik-Bagger oder Hydraulik-Bagger. Den will ich unbedingt haben, weil ich nur einen früher schon mal hatte. Ja. Dann brauche ich den Audi nochmal und da muss ich gucken, dass ich den gebraucht kriege. Ja, so, ich stelle das nochmal hier in die Mitte. So. Die Feuerwehr beim Grillfest haben wir hier. Und ja, was gibt es da noch zu sagen? Ein einfaches Set, das wir jetzt innerhalb von 10 Minuten zusammengebaut haben. Die Kleine braucht ca. 15 bis 20 Minuten mehr. War aber enttäuscht, weil das relativ schnell geht. Es sind relativ wenig Teile. Und sobald die einmal den Dreh raus hatte, dann ist das, also so ein Set für die hier eigentlich nichts mehr. Ja. Aber ich finde es süß, ich finde es trotzdem toll. Man kann mitarbeiten, wenn man schon eine Feuerwehr hat und so weiter. Feuerwehrstation mit Straßensystem und allem drum und dran. Dann kann man das ja, ergänzen. Ups, ich muss noch mal einen Schluck trinken. Flasche ist matt. Was wollte ich noch sagen? Irgendwas wollte ich noch sagen. Wenn ich weiß, was ich sagen wollte, dann sage ich es euch. Ja, ich finde es ganz cool. Was habe ich bezahlt? Knapp 11 Euro, wenn ich mich recht erinnere. 10, 11 Euro bei Netto habe ich das gefunden. Ja, bei Netto. In Karst, da war das noch auf der Martinusstraße Netto. Jetzt ist das Netto in die Rathausarkaden gezogen. In Karst. Früher war da ein kleines Rewe drin. Da wir aber das große Rewe in Karst haben, auf der Hauptstraße, hinten Neusser Straße. Alles kein Problem. Ja, wir haben da das große Rewe. Wir haben in den Rathausarkaden haben wir das große Netto. Ist jetzt um einiges größer. Wir haben das kleine Penny am Marktplatz. Und genau dort bei Netto und bei Penny, da finde ich immer wieder Lego. Es ist Knaller. Es ist der Knaller. Ja, apropos, ich wollte euch noch was zeigen. Schaut mal her. Das habe ich in Zusammenarbeit mit meinem Patenkind designt. Das ist die Noppensteintasse von DI. Wird geschrieben DIY. Ja, die habe ich auch vorgestellt. Und das hat sie draus gemacht. Ja, ich hatte noch eine 60 Jahre Fliese über. Ja. Hier unten haben wir ein paar Teile verbaut. Hier. Ne? Blaue, orange, gelb. Wir haben sogar ein paar pinke Teile hier irgendwo verbaut. Ich finde es süß. Ja, hier oben die Augen. Knaller. Und da sind Stifte drin, ne? Stifte, Büromaterial. Ja, die hier ist nicht zum Trinken ausgelegt, die ist einfach nur da, um da zu stehen. So. So. Ja, so. Die soll da einfach nur stehen und gut aussehen. Ja, ich finde sie süß. Hier oben die Ohren finde ich knaller. Ja. Hier könnten noch Flügel dran, wenn ich sie finde. Die sollen die Flügel noch dran, hier links und rechts, so, da. Da, nicht nur könnte, sollen sie sogar dran. Habe ich gedacht, wenn ich sie finde, mache ich sie dran. Dann haben wir hier in 10 zwei Teile. Also es ist alles sehr bunt und knallig und ja. Das hier soll der Mund sein. Ne? Einfach nur witzig, aber süß gemacht. Ja. So hat die designt, hier mit zwei Propellern. Links und rechts. Das ist tatsächlich jeder Pin ist einzeln abgezählt, um die Propeller anzubringen. Die Kleine ist, was das angeht, sehr, sehr bedacht auf Genauigkeit.
Ja. Was mich zu der Annahme verleitet hat, oder zu der Panik fast schon, dass sie Autistin sein könnte. Oder leicht autistisch ist. Aber der Arzt sagt, da ist nichts. Und ich glaube dem Arzt einfach mal. Ja, weil farblich und ortsorientiert ist. Ja, toll. Jetzt könnt ihr auch mal reingucken. Es ist eine Tasse. Ja, da passt die Hand gut rein. Ja, und die Einzelteile hier, die sind nicht dabei. Da ist ein Tütchen, so ein Tütchen mit 10, 15 Teilen drin. Ja, das habe ich ja auch noch. Ich habe darüber schon ein Video gemacht gehabt von der Tasse. Jetzt liegt mir das auch noch weg hier. Bleibt doch da. Ja, und das ist halt das, was mein Patenkind jetzt letzte Woche gemacht hat. Dieses Wochenende ist sie nicht da. Ja, die ist eine Woche im Urlaub bei einem Bekannten vom Opa. Sind die ins Ferienhaus gefahren. So eine kleine Hütte ist das. Ja, mit drei Zimmern. Irgendwo an der Nordsee in Holland. Ja, mir soll es recht sein. Die Kleine, die muss auch mal hier rauskommen aus dem Trott. Das ist der Wahnsinn, was hier im Moment los ist. Ja, manchmal muss man einfach raus. So. Nee, dran lassen. Wenn ich das jetzt abmache, das gibt Haue. So. Stelle ich wieder hier drüben hin. Ja, steht da und freut sich seines Lebens. Ist ja nur für Stifte gedacht. Ne? Ich kaufe mir noch eine zum Trinken. Da kommen dann nur hier diese Sonderfliesen drauf. Hier 60 Jahre zum Beispiel oder 20 Jahre Star Wars. Gibt ja auch 40 Jahre Star Wars Sets. Muss auch noch mal gucken. Ja. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Was wir nächstes Mal machen, weiß ich noch nicht. Da beim nächsten Mal höchstwahrscheinlich schon wieder Zahltag ist, ja, werde ich wahrscheinlich nach Kaufland gehen und da mal gucken, was die da noch haben. Natürlich mit dem Katalog, um zu gucken, was kann ich mir noch abgreifen, was kann ich hier abgreifen, was Lego, wo Lego kein einziges Cent mitmacht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ja, Lego hat ja seine Kohle schon gemacht und das ist so ein bisschen. Puh, das hat so einen leicht komischen Nachgeschmack. Es ist ganz kurios. Und ja, was soll man dazu sagen? Ne? So, ich stelle die nochmal hier in die Mitte. Nein, du kippst nicht um. So. Die zwei kommen jetzt gleich drüben ins Regal oder hier ins Regal. Ich muss mal gucken. Und dann werde ich euch das bei Gelegenheit mal zeigen. Manchmal so ein schönes Video so quer durch meine Bude. Damit ihr seht, wo ich meine Lego-Sets unterbringe. Ja, einige habe ich variieren müssen, andere sind noch im Aufbau. Das wird noch lustig. Das wird noch schön, das wird, werden noch schöne Videos werden. Da bin ich von überzeugt. Vor allem die beiden Ferrari-Sets stehen ja auch noch an. Ja. Das will ich aber streamen und dann erst hochladen. Da muss ich gucken. Da muss ich bis mit den derzeitigen Videos fertig sein. So, und dann sage ich mal. Danke fürs Zuschauen. Ach ja, hierfür habe ich ja nichts bezahlt. Das ist auch schon seit 2 Jahren vom Markt. Das ist EOL, das habe ich im Dezember gefunden. Ich glaube, da war es gerade EOL. Ja, EOL heißt End of Life, nur damit ihr nochmal Bescheid wisst. Das muss gerade EOL gewesen sein. Ja, weil mit dem Grave Digger zusammen, dem Monster Jam von Lego Technik, der Pullback, bekam ich einen aktuellen Katalog. Erstes Halbjahr 21. Fand ich klasse. Ich muss mal gucken, wo ich den zweiten Halbjahr 20 kriege, damit ich so ein bisschen Überblick habe. Ja, ist gar keine schlechte Idee. Aber bis dahin ist noch etwas Zeit und ich mache hier schon wieder alles kaputt. Ja. Aber wie gesagt, bis dahin ist noch Zeit. Wir sehen uns und bis zum nächsten Mal. Euer Sascha hier bei Pumpkin Bricks.